wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Heute sind Boris und ich bei mir im Garten. Und wenn du hier wärst, dann könntest du Vögel hören, mich reden hören auf jeden Fall. Du könntest riechen, dass das Gras noch nass ist. Du könntest es auch mit deinen Händen fühlen. Deinen Geschmackssinn kannst du hier, glaube ich, draußen noch nicht so wirklich gebrauchen. Erdbeeren wachsen noch keine hier. Aber uns geht es ja heute um einen ganz anderen Sinn, nämlich um den Sehsinn. Und wir wollen uns heute mit der Frage hier auseinandersetzen, nämlich was können unsere Augen überhaupt wahrnehmen? Und dafür nehme ich dich jetzt mal mit in meinen Garten. So, willkommen in meinem Garten. Um herauszufinden, was es für Dinge sind, die wir mit unseren Augen wahrnehmen können, spielen wir heute ein kleines Spiel. Und zwar wird sich jetzt 6-mal etwas in meinem Garten verändern. Und jede Veränderung ist ein Hinweis auf etwas, was wir mit unseren Augen wahrnehmen können. Du darfst dir auch einen Stift und ein Papier nehmen und aufschreiben, wenn du eine Idee hast, was das sein könnte. Dieser Hinweis. Und ganz am Ende schauen wir uns das nochmal gemeinsam an und gucken, ob du richtig lagst. Dann würde ich sagen, legen wir los. So, dann bin ich mal gespannt, ob du zu jedem Hinweis einen Begriff gefunden hast. Wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal gemeinsam an und finden heraus, was unsere Augen alles wahrnehmen können. Und wir starten mit Hinweis Nummer 1, der Tasse. Genau, was hat sich denn hier verändert? Das war noch leicht. Klar, die Farbe der Tasse hat sich verändert. Beim zweiten Hinweis mit dem Stein, was hat sich hier verändert? Ja, genau, die Größe des Steins. Unser Auge kann also Größen wahrnehmen. Der dritte Hinweis war vielleicht ein bisschen schwierig, wo der Boris durchgehoppelt ist, aber unser Auge kann Bewegungen wahrnehmen. Vierter Hinweis, bei dem Blatt, bei dem mir übrigens ein ganzer Schwarm Blattläuse auf den Kopf gerieselt ist, ja, die Form hat sich verändert von dem Blatt. Und der fünfte Hinweis, da war es auch wieder ein bisschen schwieriger, dass der Boris auf einmal... Ganz hinten, unser Auge kann das wahrnehmen, unser Auge nimmt Entfernungen wahr. Sechster Hinweis, da wurde es auf einmal ganz dunkel. Auch das kann unser Auge wahrnehmen, wie hell etwas ist. So, willkommen zurück in meiner Wohnung. Wir wollen uns jetzt noch anschauen, was deine Aufgabe für diese Woche ist. Erste Aufgabe, schreibe die Begriffe, die du heute kennengelernt hast, auf Zettel. Wir wiederholen die nochmal. Da war als erstes die Tasse. Wir können also unterschiedliche Farben wahrnehmen. Die beiden Blätter standen für Formen, die wir wahrnehmen können. Der Boris, der durchs Bild gehoppelt ist, stand für Bewegung. Die Steine waren für die Größe. Der Boris, der mal nah, mal fern war, für Entfernung. Und am Schluss, wo es hell und dunkel wurde, die Helligkeit, die wir mit unseren Augen wahrnehmen können. Das ist deine erste Aufgabe, die Begriffe aufschreiben. Damit hört es aber nicht auf. Du findest jetzt für jeden dieser Begriffe bei dir zu Hause noch ein Symbol. Ich zeig dir jetzt mal, was für Symbole ich mir zusammengesucht habe. Also, für die Farben nehme ich meinen Malkasten als Symbol. Dann die Formen. Da habe ich mir jetzt einfach mal so ein paar unterschiedliche Formen aus Papier ausgeschnitten. Vielleicht hast du ja auch irgendwelche Bauklötze oder irgendwas, was
ein gutes Symbol dafür wäre. Für Bewegung habe ich auch leider kein so tolles Symbol gefunden, nur so einen kleinen Frosch. Vielleicht hast du ja ein kleines Auto oder irgendwas, was da besser passt. Dann für unterschiedliche Größen habe ich jetzt mal nur zwei unterschiedlich große Wäscheklammern. Da hast du bei dir zu Hause bestimmt auch tolle Sachen. Für Entfernung habe ich ein Foto vom Olympiaturm, der ja ganz weit weg ist. Und schließlich für die Helligkeit nehme ich meine Lampe, meine Stirnlampe. So, das sind also meine Symbole für das, was unsere Augen alles wahrnehmen können. Davon mache ich ein Foto und das kommt auf die Pinnwand. Und das ist also jetzt auch deine Aufgabe. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zusammensuchen der Dinge und wir sehen uns bald. Tschüss!